So. Guten Hunger. Das Flüchtlingslager. Sensei Ishikawa wollte mich hier treffen. Er ist nicht hier. Vielleicht hat ihn jemand gesehen. Möchtet ihr sehen, was ich habe? Hat ja nichts. Wir sehen uns wieder. Ich wünsche euch stets freies Geleit, mein Herr. Mhm. Ah, mein Herr. Wisst ihr noch, dieser Mensch, der uns half, als wir uns verirrt hatten? Wie könnte ich Norio vergessen? Schrecklich, was diesen Mönchen im Seelentempel geschah. Seht euch an, was ich für euch tun kann, mein Herr. So, wollen wir mal gucken. Fernkampf. Windglocke, Schwarzpulverbombe. Ja. Eines Samurai würdig. Ja. Das ist alles, womit ich zurzeit dienen kann. Voll. Tut mir leid. Dafür brauche ich mehr. Ja, ist ja gut. Ich freue mich schon auf Kunde von euren Siegern. Das werden wir schon schaffen. Wir werden die Mongolen hier schon vertreiben. Ich suche einen Samurai. Einen Schützen. Der Sensei war Richtung Küste unterwegs. Er meinte, ihr solltet zu ihm stoßen und mit ihm jagen. Ihr wüsstet, was gemeint ist. Mit ihm jagen. Na dann. Kannst sagen, was du willst. Ich find's immer wieder wunderschön hier. Sensei Ishikawa hat Ärger. Ja, ich bin ja da. Meine Güte. Du machst aber auch Sachen, alter Mann. Hat aber die Lage gut im Griff gehabt. Also ich muss jetzt... Ich wüsste jetzt nicht, wie ich ihm sonst noch helfen soll. Pfeile. Ich bin besser verwundet. Das überlebe ich. Das ist gut. Auf mich warten soll. Ich hatte eine Spur zu Tomoe. Ich durfte sie nicht verlieren. Waren das Ihre Schützen? Einer von ihnen rief meinen Namen. Es kommen noch mehr. Versorgt eure Wunde. Ich erledige das. So. Oh, diesen Auto-Aim, lass es doch lieber. Da, du Lümmel.
Dein Maul, Arschloch. Diese Lümmellappen. Ständig nur am Stress machen hier. Ach Quatsch. Die schnupfe ich doch weg. Kann ich auch noch Pfeile nehmen? Nee, ne? Ich kann nur Kurzbogenpfeile nehmen. Hey Sensei, guck mal, was ich hab. Wir haben einen richtigen Bogen. Sie hatten euch umzingelt. Tomoe hat sie gut trainiert. Nicht deshalb konnten sie euch flankieren. Wenn ihr was zu sagen habt, dann sagt es. Ihr habt sie nicht bemerkt, weil ihr zu sehr auf Tomoe fokussiert wart. Selbst ich mache Fehler, Sakai. Nein, ihr nicht. Außer bei ihr. Wir sollten weiterziehen. Weicht dem Gespräch nicht aus. Ganz ruhig. Habe ich aber schon länger das Gefühl, dass der irgendwie mehr hinter ihr her will. Also er will sie nicht einfach nur kriegen, sondern er macht wirklich viele Fehler, ist sehr nervös, sehr hinterher. Also irgendwas läuft da falsch. Vielleicht ist es ja auch seine Tochter und er will es hier nicht sagen. Oder er hat ihr die Unschuld geraubt. Was wisst ihr über das Lager? Größtenteils Bogenschützen. Sie begleiten Tomoe auf Raubzügen in ganz Akashima. Sie hat ihr Vertrauen gewonnen. Sie ist ein nützliches Werkzeug zum Erobern. Zumindest vorerst. Na komm. Muss ich nicht. Muss ich nicht lesen. Tomoe hinterging euch, bevor sie zu den Mongolen stieß. Aber ihr habt mir nie erzählt, was genau passiert ist. Sie nutzte meine Lehren, um Attentätern zu helfen. Sie zahlten gut. Das erklärt nicht, warum sie euch angriff. Sakai, was macht ein Samurai mit einem Attentäter? Ihr habt euch gerecht. Sie angegriffen. Ich habe Tomoe wie jeden gewöhnlichen Mörder bestraft. Sie war eure Schülerin. Ich mache keine Ausnahmen, Sakai. Zuerst Hironori Nagao, jetzt Tomoe. Enttäuscht ihr mich nicht als Nächster? Ich glaube, es ist kein guter Samurai. Was ist das dort vorne? Sie jagen zum Spaß Menschen. Nicht zum Spaß. Sie üben. Das ist grausam. Sich an Gewalt zu laben, schwächt den Krieger ebenso sehr wie Völlerei. Sich an Gewalt zu laben? Ihr habt gesagt, Tomoe wollte in eurem Dojo lernen. Was hat sie davor gemacht? Ihre Mutter stammte aus einer Händlerfamilie in Umugi. Schwächt den Krieger genauso wie Völlerei. Warum fragt ihr? Niemand lernt das Töten über Nacht. Auch kein Wunderkind mit dem Bogen. Blutdurst wurde ihr in die Wiege gelegt. Kann es sein, dass du vielleicht irgendwie aus Wut ein Dorf von ihr gekillt hast? Und sie vielleicht einfach nur... Ich habe so das Gefühl, dass er ihr irgendwas... Ihre Schützen jagen die Menschen von Akashima wie Hunde. Tomoe und ihre Gefährten gieren zu sehr nach Gewalt. Ein Mörder meistert seine Waffe. Ein Samurai sich selbst. Ihr habt euer Leben dem Bogen gewidmet.
Den Bogen, das stimmt. Doch nicht den Töten. Das ist doch Haarspalterei. Einst band ich einen verletzten Diener mit einer Bogensehne in den Sattel. Als ich kein Messer hatte, schnitt ich mit einem Pfeil Kopffleisch. Ihr sagt, ein Bogen ist mehr als eine Waffe. Und ein Samurai ist mehr als ein Mörder. Interessant. Also ich weiß nicht, ich glaube, der hat so ein bisschen... Wenn Tomoe nicht mit sich reden lässt, bleibt nur eins. Wir müssen sie töten. Ich war ihr Lehrer. Ich trage Mitschuld an ihren Taten. Ich beende das. Ihr tragt nur die Schuld, wenn ihr ihren Blutdurst geschürt habt. Ich wählte sie aus. Ich hätte die Finsternis in ihr sehen sollen. Naja. Habt ihr aber nicht. Das macht euch Angst. Es ärgert mich. Ich habe ein ganz anderes Gefühl bei dem. Ich glaube, er hat ihr irgendwas angetan. Wie bei vor Nakayama. Das Lager beobachten und nach Schwächen suchen. Ein Plan schmieden. Ganz recht, Sakai. Zweimal schauen, einmal schießen. Ich habe ein ganz komisches Gefühl bei dem. Ich glaube, der hat der Tomoe von hier aus gehen wir zu Fuß. Irgendwas angetan, was er uns nicht sagen will. Deswegen die Alte so richtig mad auf den ist. Konnte sich aber nicht wehren und hat sich von ihm ausbilden lassen. Habe ich das Gefühl. Ich höre sie. In diesem Lager werden Schützen ausgebildet. Bogenstil der Mongolen. Eine Mischform. Tomoe bildet sie aus. Um gegen Samurai zu kämpfen. Erteilen wir ihnen eine Lektion. Wir nehmen das Lager ein. Dann suchen wir sie. Sobald er angreift, finden meine Pfeile ihr Ziel. Muss ich nur gucken, wo ich vielleicht mal ein paar vereinzelte Leute herkrieg. Oi, und auch ich zu Harda, Han! In Uchtse! Bukter muss am Rakne Tutkar! Chicago, du weh! Kein Twin, Han! Beri! Arsch! Wo habe ich denn noch einen? Nicht getäuscht. Ihr werdet besser. Tomoe ist nicht hier. Ganz sicher. Sehen wir uns um. Interessant. Ich habe immer noch ein ganz komisches Gefühl, egal wie der schleimt. Ich traue dem kein Stück. Eine Nachricht, auf Japanisch. Was steht darin? Großkhan, Eroberer von Tsushima. Vor Jahresende werden eure Bogenschützen wissen, wie man Samurai tötet. Und ich bringe euch die Köpfe von Sensei Ishikawa und Jin Sakai. Tomoe war hier. Warenliste. Japanische Bögen und Ziele. Lieferorte in ganz Toyotama. Sie baut noch mehr Ausbildungslager auf. Eins in Otsuna, eins in Kushi.
uns ein weiteres. Interessant. Ich gab ihr alles. Und sie warf es weg. Bist du dir da sicher? Sie ist eine Gefahr. Eieiei. Das kann nur auf eine Art enden. Ich weiß, was zu tun ist. Wissen und Tun sind nicht dasselbe. Ihr stellt in Frage, dass ich Samurai bin? Ich stelle in Frage, dass du gegen sie ein Samurai bist. Tomoe war mein größter Erfolg. Und doch genau deswegen werde ich sie töten, um diese Insel zu retten. Und deswegen ist es so schwierig. Das ist meine Pflicht. Ihr zu trauen. Diese Liste. Mit ihr können wir die anderen Lager finden. Und wir beenden Tomoes Verrat. Sakai! Ihr seid ein guter Krieger und könnt ein großer Anführer sein. Doch hinterfragt nie mehr meine Integrität. Ja, tschüss, hä? Jo. Und da müssen wir der Alten wohl hinterher. Oh, wir haben viele Technikpunkte. Alles mal eine Präzision. Ein Teil ist meine Verteidigung. Gesundheit. Mittlere Erhöhung des Nahkampfschaden. Pfeilschaden. Ich brauche das jetzt nicht zwingend. Okay, hier gibt's nichts. Belohnung, Sumpffeldschrein. Ja, was haben wir hier? Der letzte Kriegsmönch. Weißt du was, wir machen es anders. Ich würde gerne eigentlich dem eigentlich jetzt die Story mit der Tussi hier weitermachen. Bin ich ganz ehrlich. Weil jetzt sind wir gerade in der Geschichte drin. Und ich denke, es macht einfach Sinn, wenn wir das jetzt Stück für Stück machen. Ich weiß nicht, wie ihr das so seht. YouTuber und Zuschauer. Nach der nächsten Aufnahme muss ich nochmal auf Toilette. Naja, ist ja nicht so lange, ne? Die 18 Minuten da. Mongolisches Gebiet, Rebellenzuflucht. Aha. Einem schweren Angriff ins Taumeln. Kann sie vergessen. Trainiert der oder
prügelt der auf Gefangene ein. Ah, trainiert, okay. Fuck. Wow, ich kann mich wiederbeleben. Willkommen zurück. Aua. Bam. Hau doch auf den Babam. Du bist doch so ein Vollidiot. Weißt du, der Barbar steht neben dem und es passiert einfach gar nichts. Auf was zielt der denn? Ja, natürlich. Och, leck mich. Na komm her mit deinem Riesenschwert. Natürlich. Eieiei. Na kommt her. Ja, natürlich. So, einer weniger. Ja, ja, schön. Klar, natürlich. Aber noch einmal und noch einmal und noch einmal. Oh, du hast den. Leck mich doch am Eiersack. Wenigstens habe ich jetzt alles drin, was ich brauche.
Hat das was gebracht? Tschüss, Pferde. Tut mir leid. Man kann es übertreiben. Ja, natürlich haben die jetzt auf einmal Rüstung gegen die Pfeile nichts bringen. Oh, leck mich doch. Ja, natürlich. Ja. Hau dich von mir weg, du Arschloch. Feige Ratte. Ziehen kannst du echt vergessen. Natürlich. Oh, dieser Lümmel. Boah. War knapp. War knapp. So, jetzt gucke ich mir mal noch um, was es hier so gibt. Haftbombe. Ich brauche aber Kunais. Mit denen komme ich wesentlich besser klar. Hallo Pferdchen. Könnt ihr jetzt beide aufschlitzen. Aber es machen wir natürlich nicht.
weiß ja, dass du die Pferdchen magst, Jun, allein. Versuche hier keine Tiere zu killen, wenn ich es verhindern kann. Außer es ist wirklich mal extrem ulkig, okay? Oder ich nehme deren Ressourcen. So. Jetzt aber mal ganz kurz Pipi machen. Macht's gut, YouTube. Bis später. Bis in der nächsten Aufnahme.